An diesem Morgen sitzt Akka mit ihrer Schar auf dem Dach des Schlosses Glimminge und wartet auf die Rückkehr von Nils. Ein scheußliches Lied, ich kann's nicht ausstehen. Du bist neidisch, weil dir nur weiße Federn wachsen. Die beiden bilden sich ein, sie haben Stimmen wie Nachtigallen. Da fliegt einer wie ein Wild auf uns zu. Wer kommt da? Emmenrich, es ist Emmenrich. Ich kann ihn deutlich erkennen. Was? Emmen? Sehr leichtsinnig. In seinem Alter sollte er sich etwas zurückhalten. Ach, du liebes Rübchen, auf seinem Rücken sitzt Nils. Hoffentlich hält er sich gut fest. Ah, langsam, Emmerich. Ach, es macht doch Spaß. Oh, doch, ja. Haha, nur fliegen ist schön. Festhalten! Juhu! Ah, ah. Emmerich, bist du verrückt? Ich sterbe vor Angst. Unsinn! Was soll denn passieren? Oh, Verzeihung. Hey! Oh. Eine sanfte Landung. Sei gegrüßt, hochverehrte Freundin Akka. Es war nicht einfach, Nils wieder zurückzubringen. Die Ratten waren von seinem Flötenspiel so begeistert, dass sie ihn gar nicht weglassen wollten. Dennoch, hier sind wir. Um den Flug habe ich dich nicht beneidet. Oh, mein Kopf, mir tut noch alles weh. Oh. Das nächste Mal kannst du deine Flugkünste vorführen, wem du willst. Mit dir fliege ich bestimmt nie wieder. Das, es dreht sich alles. Halt! Oje, oje! Ich krieg keine Luft. Da lachen ja die Hühner, das bisschen fliegen und du fällst in Ohnmacht. Du bist ein Schwächling, Nils. Eigentlich. Was? Ich höre wohl nicht recht. Was heißt hier Schwächling? Wer ist denn vor den Ratten hergelaufen? Du oder ich? Reg dich nicht auf. Wir fliegen gleich auf den Kula-Berg. Ja. Da findet heute das große Frühlingsfest statt. Wohin? Kulaberg? Davon habe ich noch nie was gehört. Jedes Jahr, wenn der Frühling ins Land kommt, versammeln sich dort alle Tiervölker. Und die Kraniche breiten ihre Flügel aus und führen ihren berühmten Tanz auf. Wie schön, da freue ich mich. Kraniche habe ich noch nie gesehen. Das wirst du auch nicht, denn wir werden dich nicht mitnehmen können. Och, weshalb denn nicht? Weil es keinem Menschen erlaubt ist, diesen Kranichtanz zu sehen. Aber ich gehöre ja schon fast zu euch. Ich bin doch eigentlich gar kein richtiger Mensch mehr. Ich möchte mit auf den Kulaberg. Bitte nehmt mich doch mit, bitte. Nein. Ausgeschlossen, wir dürfen dich nicht mitnehmen. Seit Jahrhunderten unterliegt dieses Fest bestimmten Regeln, die kein Tier zu brechen wagt. Ist es nicht so? Ja, ich glaube auch, dass es zu gefährlich wäre, dich mitzunehmen. Deine Anwesenheit würde die anderen stören. Tja, dann musst du eben hierbleiben. Da kann man wohl nichts machen. Nein, ich bin dafür, dass wir ihn mitnehmen. Was? Wir können ihm sicher vertrauen. Vielen Dank, Akka. Du kannst dich doch nicht einfach über alle Regeln hinwegsetzen, Akka. Wenn das nun jeder machen würde, wo kämen wir denn dahin, hä? Sag mal, wie sprichst du denn mit mir? Auf zum Kulaberg! Auf zum Kulaberg! Auf zum Kulaberg! Hab ich einen Hunger, mir knurrt der Magen. Ich kann nicht mehr. Häschen hüpf,